werte Presse. Wir, Dietmar und ich, dürfen Sie heute Morgen hier in Adorf recht herzlich begrüßen und willkommen heißen. Besonders begrüßen möchten wir, der Bürgermeister hat sich nicht abgemeldet, der Herr Christoph Welticke ist leicht erkältet und der Prinz Karl Anton ist auch nicht da, leider. Also deshalb begrüßen wir heute Morgen den Oberbranddirektor AD, Diplom-Ingenieur Dieter Fahrenkopf aus Hamburg, den Stadtwehrleiter Dietrich Ballweg der Feuerwehr Pegau, den Kreisvorsitzenden des Kreises Waldeck-Frankenberg, Gordon Karlhöfer, und den Gemeindebrandinspektor Karl Wilhelm Römer. Meine Damen und Herren, ganze 2 Jahre haben Dietmar und ich Daten gesammelt, um dieses Buch zu erstellen. Daten und Bilder von längst Verstorbenen, Daten aus Büchern und Protokollen. Einiges wurde uns auf Anfrage zugetragen, vieles gaben uns die alten Protokollbücher der Freiwilligen Feuerwehren preis. In diesem Buch berichten wir über die Entstehungsgeschichte Waldecks, von den Anfängen der ersten Löschversuche der Bevölkerung, über spätere Anordnungen der jeweiligen Fürsten und noch späteren Verwaltungen bis in das Jahr 1945. Vergessen wir bitte nicht, dass es einmal verboten war, einen Brand zu löschen. Man war der Meinung, dieses Ereignis ist Gott gewollt. Nun zum Eigentlichen. Meine Damen und Herren, Sie stehen hier in Adorf auf historischem Boden. Ab den Jahren 1850 wurden in diesen Regionen die ersten Feuerwehren gegründet. In Anraf beschäftigte man sich ab 1840 mit dem Gedanken, gemeinsam gegen die Feuersbrünste vorzugehen. In Arolsen wurde die Wehr in 1865 gegründet. Nach Höringhausen im Jahr 1982, welches zu dieser Zeit noch als Enklave zum Herzogtum zu Ittern im Gebiet Preußens zugeordnet war, wurde die Freiwillige Feuerwehr Adorf im Jahre 1883, Mengelinghausen und Sachsenhausen im Jahre 1885 gegründet. Schon in 1884 und 1885 machte man sich Gedanken, wie schon in den Nachbarkreisen, einen übergeordneten Verband zu gründen. Auslöser hierzu war der 13. August 1885. In Korbach brach hinter der Stechbahn in der Scheune des Kaufmanns Vesper ein Brand aus, der sich rasend schnell über 2 Straßenzüge ausdehnt. Die zum Löschen angerückten Feuerwehren aus Adorf, Mengelinghausen, Höringhausen und Sachsenhausen sahen die Notwendigkeit, sich gemeinsam fachlich zu befähigen, um zukünftigen Heimsuchungen die Stirn zu bieten. Am 3. Juni 1886 wurde während der Generalversammlung des Feuerwehrvereins Adorf unter der Federführung des Vorsitzenden Christian Arnold eine denkwürdige Abstimmung durchgeführt. Mit einer Wahlmehrheit der abgegebenen Stimmen sprach man sich dafür aus, das erste bekannte Feuerwehrfest im Fürstentum Waldeck durchzuführen. Dieses fand am 22. August 1886 statt, wobei allen eingeladenen Feuerwehrdelegationen unentgeltliche Unterkünfte zur Verfügung gestellt wurden. Unter der Führung des lokalen Kaufmanns Heinrich Schminke entstand ein reger, aufgelockerter Gedankenaustausch über die Gestaltung einer Übereinkunft, welche als Bündnis planvoll die berechtigten Interessen der neu gegründeten Feuerwehren gegenüber der fürstlichen Regierung zu Waldeck zukünftig festigen und absichern sollte. Also machten sich der Adorfer Vereinsvorstand an die Ausarbeitung der Statuten. Schon zu der Versammlung in Sachsenhausen
wurden die Brandkatasterkommissar Schwaner berufen, welcher diese überzeugende Position noch lange Jahre innehaben sollte. So viel zu der Geschichte. Viel Spaß. Ich möchte jetzt mal ein bisschen ausholen, wie es zu der ganzen Sache eigentlich gekommen ist. Die letzten zwei Jahre haben wir sehr intensiv daran gearbeitet. Wenn er mich nicht am Nasenring weitergeführt hätte, wäre es vielleicht heute noch in Kästen verstaut geblieben. Angefangen hat alles am 15. Februar 1963. Was war da los? In Edertal brannte Korrekta. Korbach ist ausgerückt, Aarau ist ausgerückt. Das muss ein Flammenmeer größeren Ausmaßes gewesen sein. Bei uns in Anna fasste über den Berg den roten Feuerschein nachts gesehen. Was war da passiert? Der Schaumstoff musste chemisch zusammengestellt werden und wenn die Jungs nicht aufgepasst haben und ein paar Kilo von irgendwas anderem mehr getan haben, haben diese Schaumstoffplatten beim Auskühlen nochmal Eigenhitze entwickelt und damals hat man die einfach gestapelt und auf den Haufen gelegt. Und dadurch ist dieses ganze Teil abgebrannt. Ein Elektriker hat das im Keller gesehen, dass es da brennt und dampft. Feuerwehr war da noch nicht in der Korrekta. Feuerlöscher scheinbar auch noch nicht. Da hat er die Tür zugemacht und ist verschwunden. Und bis der Meister kam und die Tür aufgemacht hat, war die Sache erledigt. Tags drauf, also bei uns im Ort ist die Feuerwehr ausgerückt mit einem TSA-Anhänger ungefähr in der Bauart, den gibt es heute noch, der steht bei mir zu Hause in der Garage. Wenn du das Ding anguckst und du kommst an ein Großfeuer, da hast du schon verloren. Da machst du nur noch, dass die Leute sagen, die Feuerwehr macht was. Effektiv ist da nichts. Die Burschen am anderen Morgen, wir wollen gucken, was da los war. Wega 3 Kilometer weg, für uns kein Problem. Aber im Dorfe, da geht ihr mehr nicht hin, ihr bleibt zu Hause, sonst gibt es Schmisse. Lange Rede, kurzer Sinn, die Dorfjugend ist Richtung Giflitz abgerückt, hinten über den Berg nach Altwildungen und von hinten über Gut Elim auf den Roten Berg. Und das wollten wir uns ja nicht entgehen lassen, was da passiert ist und was da noch passiert. Da hat sich das ganze Edertal, die Jugend aus ganz Edertal hat sich auf den Berg getroffen. Es war aber verboten. 1945 fast alles drin. Viele Informationen stammen aus Amerika. Die Besatzer haben hier in Waldeck auf irgendeiner Weise einen Haufen aus den Archiven mitgenommen. Die sollen sie in New York behalten. Ich durfte einsehen, die haben mir das geschickt. Also das ist eine hervorragende Zusammenarbeit. Das wollen wir jetzt die ganzen Akten nicht wieder haben. Wir wissen ja, wo sie sind. Johann, darf ich dir das persönlich überreichen als Symbol für die Waldecker? Herzlichen Dank. Zum einfachen Lesen im Computer. Sehr schön. Herzlichen Dank. Unsere kleine Gemeinschaft, wir haben ja jetzt. Prost natürlich. Ja, erstmal herzlich willkommen und schönen guten Morgen hier in Adorf. Danke für die Einladung, eine sehr originelle Einladung. Ich bin ja noch nicht so lange Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender, das war bisher die originellste Einladung, die ich bekommen habe. Ja, wichtig ist es für Feuerwehren natürlich immer in die Zukunft zu schauen. Das ist klar, wir müssen uns aufstellen, es gibt Bedarfs- und Entwicklungspläne, die müssen ständig überarbeitet werden. Hier ist heute ein ganz wichtiger Punkt gemacht worden, der aber auch wirklich existenziell für Feuerwehren ist. Wir müssen auch zurückschauen. Und das habt ihr hier gemacht und wenn man in die Vergangenheit blickt, dann kann man darüber durchaus auch lernen. Unrühmliches Zeichen haben wir ja gerade mit dem Angriffskrieg in der Ukraine. Manche lernen es einfach nie, aber wir als Feuerwehr, wir stellen uns der Sache, wir lernen aus der Vergangenheit. Und welche Fehler dort gemacht worden sind, dann stellen wir das ab und es wird verbessert. Und auch der TSA-Anhänger, das finde ich super. 3000 Reichsmark 1934 oder 37, da war das viel Geld. Wenn wir jetzt mal hochrechnen, wenn wir hier jetzt
das TSA anschauen der heutigen Zeit kostet ein bisschen mehr. Dieselben Details und Diskussionen im Gemeindeparlament wie damals. Das ist schon ganz schön toll. Und wenn das dann noch aufgearbeitet ist für den regionalen Bezug, dann macht es einfach wirklich sehr viel Spaß. Ja, wir haben es eben schon gehört, der Christoph Welteke kann heute leider nicht teilnehmen, leicht erkältet, kein Corona, aber mit einer Erkältung wollte er nicht hierher kommen, lässt aber natürlich die Grüße auch vom Landesfeuerwehrverband Hessen überbringen und vor allem der Dank an euch beide, an den Willi und an den Dietmar für die tolle geleistete Arbeit. Ja, ich hoffe, man kann nachher ein paar Exemplare erwerben davon, denn die muss ich auf jeden Fall nach Arolsen mitbringen. So ein paar haben schon gesagt, ich brauche das auf alle Fälle, gerade aus der Alters- und Ehrenabteilung, die da noch Interesse dran haben. Also, ich wünsche euch für die Recherche rund um Kassel weiterhin alles Gute, vielen Dank und ja, einen schönen Samstag noch. Liebe Feuerwehrkameradinnen, Kameraden und verehrte Gäste, ich bin heute hier als Vertreter der Gemeinde Liebensee. Ich vertrete den Bürgermeister Volker Becker, der sich entschuldigen lässt. Ich wusste nicht davon, dass Sie das nicht gemeldet haben, dass ich für ihn komme. Unser Bürgermeister befindet sich noch bis morgen 24 Uhr im Urlaub und fängt erst wieder Montag an. Denke mir mal, auch da muss man Verständnis haben. Ich darf Ihnen die besten Grüße deswegen vom Bürgermeister übermitbringen, sowohl auch die Grüße der gemeindlichen Gremien, aber auch meine ganz persönlichen. Das Feuerwehrwesen hat nicht nur im Altkreis eine lange Tradition. Der Willi und der Dietmar haben dieses aufgenommen und dazu schon einige Kapitel für Bücher zum Thema vorbeugenden Brandschutz und zum Feuerwehrwesen geschrieben. Der Willi, ich glaube, es sind in Adorf, dass schon einer bis auf im Bereich des natürlich der Gemeinde leichte kleine Bücher, aber du bist auch einer, der jetzt in die Annalen der schreibenden Zunft eingetreten ist. Mit dieser Buchvorstellung haben beide ein weiteres Feuerwehrkapitel. Das Buch behandelt den Zeitraum der Anfänge, vorbeugenden Brandschutz, Verordnungen von den Grafen und Fürsten zur Vermeidung der Brände bis in das Jahr 1945 hinein. Sie haben es ja vorhin vorgestellt. Das Buch basiert auf unter anderem auf Protokolle, schriftlichen Ausführungen, viele Recherchen, also eine Menge Arbeit im Untergrund, was wir gar nicht so mitgekriegt haben. Für diese Arbeit, für diese wirkliche Arbeit über viele Jahre, möchte sich die Gemeinde Liebensee bei euch beiden ganz herzlich bedanken. Eigentlich immer nach vorne. Es kam eben, wir schreiben Bedarfs- und Entwicklungspläne. Wir entwickeln die Feuerwehr nach vorne weiter. Deshalb bin ich stolz, dass wir mit Willi hier einen Kameraden, den lieben Sie haben, der ein Stückchen die Historie aufarbeitet. Ihr beide seid erfolgreiche Autoren. Ich wusste es, ich habe es gerade noch mal gehört. Deshalb kann ich von meiner Seite vielleicht noch ein bisschen anbieten in die Geschichte, was ihr gerade angesprochen habt. Erwerb der Bücher. Wir haben ja Jens, wo sitzt er? Unserer Homepage der Feuerwehr Liebensee. Vielleicht können wir im internen Bereich irgendwo mal eine Liste mit allen Büchern, die ihr beiden geschrieben habt, zur Verfügung stellen. So haben wir die Möglichkeit, das ein bisschen zu sammeln, sodass auch unsere Kameradinnen und Kameraden aus dem aktiven Dienst die Möglichkeit haben, mal ein bisschen in eure Werke reinzukommen. Ja, ihr habt euch noch viel vorgenommen. Wenn wir als Aktive der Feuerwehr Liebensee unterstützen können, würden wir das gerne machen. Ansonsten herzliches Dankeschön an euch beiden für die viele, viele Arbeit, die ihr da rein investiert, hier die Historie aufzuarbeiten. Ich wünsche euch viel Erfolg und dem Tag heute hier noch einen angenehmen Verlauf. Dankeschön. Ja, Buchvorstellung, Historie der Feuerwehren im Fürstentum Waldeck. LM Emde, Dietmar Hoffmann, die Autoren.
Und natürlich ein ganz stolzer Feuerwehrverbandsvorsitzender Waldeck-Frankenberg, Gordon Karlöfer. Schönen guten Morgen. So. Ja, ist ja ein bisschen Fleißarbeit. Das Fürstentum Waldeck ist ja nun etwas älter. Und Brandschutz war mal so, mal so. Wie ist man an die Unterlagen gekommen? Wenn ich mal antworten darf, durch persönliche Fragestellungen. Wir sind vorgegangen wie die Kriminalpolizei. Aussage, wo ist was? Die Leute besucht, uns vorgestellt. Und im Waldeckischen geht es so: Wer bist du? Wie heißt du? Und wo kommst du her? Und dann gehen die Türen auf. Und so haben sich bei uns die Türen geöffnet. Kleine Anekdote: Im Edersee gab es auch Feuerwehren. Brinkhausen und Aseln. Und in Aseln ist mir eine Familie genannt worden, die heute bei Bad Pyrmont wohnt. Ins Auto gesetzt, hingefahren. Und dann kamen Ausrüstungsgegenstände, Unterlagen, so sie noch vorhanden waren, zusammen. Und alle Unterlagen auf einem Tisch gaben eine Lage. Und das können Sie hier jetzt sehen, was dabei rausgekommen ist. Der deutsche Philosoph Odo Marquardt hat mal gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Wie wichtig ist es deshalb, dass man auch gerade im Feuerwehrwesen mal die Historie verfolgt, wie sich das Feuerwehrwesen entwickelt hat? Man kennt das ja, die erste Pflichtfeuerwehr gab es im alten Rom, als eine Legionärsbrigade zur Feuerwehrbekämpfung eingesetzt wird. Dann gab es die Zeiten, wurde angesprochen, Feuer ist Gott gegeben, und bis sich das Feuerwehrwesen hier in unserer Region entwickelt hat. Wie wichtig ist es deshalb, auch mal zurückzublicken? Wir können nur nach vorne gehen, wenn wir wissen, wo wir herkommen. Das ist ganz einfach erklärt. Gordon Karlöfer, die Einsatzbilder der Feuerwehr ändern sich ständig. War es früher die reine Brandbekämpfung, ist es heute der Katastrophenschutz, ist es die erste Hilfe, die technische Hilfe und so weiter. Wie wichtig ist es deshalb, dass man auch guckt, was hat man früher gemacht, was muss man heute verbessern? Ja, sehr wichtig ist das. Der Kollege hat es gerade schon gesagt. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen und wir müssen uns auf Neues aber auch einstellen können. Und wenn wir beides zusammen unter einen Hut bekommen, dann ist die Feuerwehr auch weiterhin in der Zukunft zukunftsfähig und vor allem für die Bürgerinnen und Bürger gut aufgestellt. Toll. Jetzt, wo kann man das Buch erwerben? Hier in Adorf, bei mir zum Beispiel. Man kann mir eine Mail schicken, t-online.de. Kostet 10 Euro. 10 Euro, ja. Selbstverlag quasi. Selbstverlag. Ja. Deswegen gibt es keine ISBN-Nummern. Ja. Man kann sich aber auch vertrauensvoll an den Kreisfeuerwehrverband wenden. Der vermittelt dann die entsprechenden Adressen. Ja, und dann gibt es noch was mit Frieden, ne? Da gucken wir mal gerade drauf. Wir haben jetzt eine Zeit, die uns eigentlich überrollt hat. Und die hat uns Feuerwehren auch überrollt. Unsere Arbeit ist so für uns schon hart genug. Und jetzt sind in der Ukraine Feuerwehrkameraden unter noch härteren Bedingungen, die Leben retten in diesem unleidigen Krieg. Und da hat sich die Internationale Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehrhistorik eine Gedanken gemacht und hat diese Postkarten aufgelegt, die 2000 Mal in der ganzen Welt verschickt worden sind. Unter dem Motto Pax Frieden und in den Sprachen Feuerwehr, eine Armee des Friedens. Und hinten drauf ist auf Russisch, Kyrillisch geschrieben: Achten wir die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrangehörigen, welche im Angesicht der regelbrechenden Aggression eines heimtückischen, irrgläubigen und entmenschlichten Befehlshaber mit Opfermut und Menschenwürde entgegenstehen. Diese Postkarte ist von mir über die russische Botschaft persönlich an den Herrn Wladimir Putin geschickt worden. Ob sie ankommt, weiß ich nicht. Ob ich überlebe, weiß ich nicht. Wir haben es einfach gemacht. Wir, die Feuerwehr, wir rufen auf zum Frieden. Wir sind
eine Armee des Friedens. Wir bringen Hilfe und Menschlichkeit. Und wenn wir nicht zum Frieden aufrufen und Frieden bringen, wer soll es dann machen? Gordon-Karlhöfer, der Feuerwehrverband oder die Feuerwehr in Waldeck-Frankenberg sind ja nun Katastrophen erfahren. Von Sachsen bis ins Ahrtal. Aber auch Spenden in die Ukraine. Ich erinnere da an die Kameradinnen und Kameraden aus Bad Wildungen, die Material gesammelt haben, das bei uns nicht mehr benötigt wird und in die Ukraine geschafft worden ist. Da engagiert sich der Kreisfeuerwehrverband auch. Genau. Und in vielen Feuerwehren des Landkreises sind solche Aktionen gestartet, seien es kleine Aktionen, ein Kuchenbacken, seien es große Aktionen. Aber nicht nur die Feuerwehren, sondern auch einfache Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben, ich will spenden, wir wollen helfen. Und das sind unsere Beiträge, die wir von hier aus dem Waldeck-Frankenberger Land leisten können. Vielen Dank.